mir geht es wirklich hauptsächlich einfach um den Spaß am Sport. Es ist egal, ob ich Dritter oder Erster bin. Das Ziel ist eigentlich immer, meine persönliche beste Leistung abzurufen. Ich habe mir das Ziel Langdistanz Ironman gesetzt und damit ist mir natürlich auch klar, dass das große Trainingsumfänge mit sich zieht und auch die Wettkämpfe länger dauern. Da denkt man natürlich eigentlich über alles nach. Das kann man nicht abstellen, dass man jetzt nur an den Sport denkt, sondern man denkt über das ganze Leben nach. Es gibt zwei Ziele. Eins ist, den Spuren Peter Pans zu folgen und zeitlebens das Neverland zu suchen, mehr oder weniger. Und das zweite ist eine ganz schöne Aussage von Rabindranath Tagore. Wenn eines Tages der Tod kommt, dann möchte ich ihm öffnen, ihn anlächeln und ihm sagen, ich habe in der Liebe gelebt und nicht in der Zeit. Er ist der Ironman Austria 2010. In der Szene ist er als Tiger Tom bekannt. Thomas Frühwirth. Jener Steirer, der Anfang Juli 2010 nicht nur den Ironman Austria in Klagenfurt für sich entscheiden kann, sondern mit 10 Stunden, 28 Minuten und 58 Sekunden bei diesem Langdistanz-Triathlon sogar einen neuen Weltrekord aufstellt. Er ist auch jener Sportler, der 3 Wochen später beim Halb-Ironman in Antwerpen abermals siegt und neuerlich den Weltrekord bricht. Diesmal blickt er auf eine Leistung von 4 Stunden, 37 Minuten und 51 Sekunden zurück. Und damit qualifiziert er sich auch für die Ironman WM auf Hawaii. Für derartige Leistungen trainiert der Extremsportler im Moment 6 Tage die Woche, in Summe etwa 15 bis 20 Stunden. Bei den Sportgeräten setzt Tiger Tom auf die Marke Volturmus Provided by Otto Bock. Die werden genau an mich, an meinen Körper angepasst. Und dadurch ist natürlich der Vortrieb und die Umsetzung des Sports und der Bewegungen im Rollstuhl umso besser, je besser die Geräte angepasst sind. Das Handbike ist im Prinzip ein dreirädriges Liegefahrrad, kann man sagen, nur dass es eben mit den Händen angetrieben wird. Und je besser es angepasst ist an die Individualität, je besser ist auch das Handbike dann. Otto Bock Geräte stehen für Spitzenqualität im Hightech, Prothetik, Orthesenbereich und Rehabilitation. In der Produktion kommt stets immenses Know-how zum Einsatz. Forschung und Entwicklung und die damit verbundene ständige Verbesserung der Produkte nimmt einen enormen Stellenwert ein. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Otto Bock aber auch in der Entwicklung von Rollstühlen einen Namen gemacht. So werden nunmehr hochwertige Leichtgewicht- und Aktivrollstühle sowie Elektrorollstühle angeboten. Otto Bock zeichnet einfach aus, dass wir Spitzenkomponenten verwenden, Aluminium, Carbon, Titanium verwenden, um gute Produkte damit herzustellen und mit den besten Rollstuhlfahrern vor allem in der Praxis zusammenzuarbeiten. Unsere Produkte werden von Rollstuhlfahrern getestet, werden von Rollstuhlfahrern entwickelt und das, was dann am Markt steht, das ist das Beste am Markt. Egal um welche Sportart es sich handelt, es gibt für alle Anwendungsbereiche ein ideales Modell. Unsere Sportrollstühle sind für den ganz normalen Alltagssportler unter Anführungszeichen geeignet. Wir haben Handrollstühle, wir haben Basketballrollstühle, Rugbyrollstühle, Tennisrollstühle, Handbikes, alle Varianten von Rennrollstühlen, die ganz normal im täglichen Gebrauch verwendet werden können. Einer jener Rollstuhlfahrer, mit denen Otto Bock zusammenarbeitet, ist eben auch Thomas Frühwirth. Er weiß, worauf es ankommt. Ich arbeite auch in der Reha-Technik. Dadurch vertreibe ich auch die Produkte, die anderen Produkte von Otto Bock. Und dadurch, ich jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung im Sport habe, können wir, glaube ich, jetzt mittlerweile schon gegenseitig voneinander profitieren.
Doch Otto Bock stellt behinderten Sportlern nicht nur Spitzensportgeräte zur Verfügung, sondern beweist durch Sponsoring auch soziales Engagement. Wir wollen einfach diesen Leuten die Möglichkeit geben, vor den Vorhang zu treten und ihre tollen Leistungen zu zeigen. Tolle Leistungen, die hat Tiger Tom bereits mehrmals erbracht und es werden ständig mehr. Wohin dies auf lange Sicht führen soll? Es gibt eigentlich viele Ziele. Eine Idee ist zum Beispiel, einen Ironman auf jedem Kontinent zu finishen. Ich möchte auch mal rein im Rennrollstuhl einen Marathon, eine relativ gute Marathonzeit mal aufstellen im Rennrollstuhl. 24-Stunden-Rennen im Handbike, vielleicht auch mal Ärmelkanalüberquerung, schwimmtechnisch gesehen. Also Ziele gibt es ohne Ende. Das Haben ist langweilig, die Herausforderung ist wichtig, sagte schon einst Reinhold Messner. Und nach diesem Motto lebt auch Thomas Frühwirth. Seit seinem Motorradunfall im Jahr 2004 ist er auf den Rollstuhl angewiesen. An Lebensfreude hat er aber nichts verloren. Ich kann eigentlich nichts dafür, ich bin so geboren worden und dafür hat sich nach dem Unfall nichts geändert und ich war eigentlich schon immer so und ja. Thomas Frühwirth alias Tiger Tom, ein Ausnahmesportler, dem Bewunderung gebührt und ein charismatischer Mensch, der anderen Hoffnung gibt. Thomas Frühwirth, ein Name, den man sich unbedingt merken sollte.